Stell dir mal vor, du hättest 40 Jahre investiert, würdest dich auf deinen lang ersehnten Ruhestand freuen und wärst 2022 endlich in Rente gegangen. Dein Depot aus Aktien und Anleihen beträgt mehrere hunderttausend Euro. Doch dann bricht der Krieg in Europa aus. Die Inflation nagt an deinem Ersparten und durch die Zinswende bricht dein Depot um ca. 30% ein. Die Krise kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn sie trifft dich auf dem Höhepunkt deines Vermögens. Du hast nun aber nicht mehr die Zeit wie früher, diese Krise einfach auszusitzen, geschweige denn nachzukaufen, sondern bist gezwungen, von deinem Depot zu leben und die Aktien und Anleihen Stück für Stück mit Verlusten zu verkaufen. Wenn du noch nicht in dieser Endsparphase bist, dann ist es gut, dass du dir über dieses Risiko schon mal im Klaren wirst. Wenn du jedoch gerade genau in dieser Situation steckst, dass du bald in Rente gehen wirst oder in den letzten Monaten oder Jahren gegangen bist, dann bist du auch bei diesem Video genau richtig. Und damit willkommen zurück, ich bin's Matthias aus der Pfennigfabrik und nach diesem Video weißt du, wie du mit diesem Rendite-Sequenz-Risiko umgehen kannst. Viel Spaß dabei! Ja, was wir eben beschrieben haben, ist das sogenannte Rendite-Sequenz-Risiko. Letztlich geht es dabei um die Frage, wie genau du dein Vermögen über die Zeit aufbrauchen solltest, damit du nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig aufbrauchst. In diesem Video klären wir drei Fragen. Und zwar erstens, was ist eigentlich das Rendite-Sequenz-Risiko? Zweitens, wie hoch ist das Rendite-Sequenz-Risiko? Also wie kann man das messen? Und drittens, und das ist ja das eigentlich Wichtige, wie kannst du dein Rendite-Sequenz-Risiko mindern? Fangen wir direkt mit Punkt 1 an. Was ist das Rendite-Sequenz-Risiko? Um das kurz und knapp für dich zusammenzufassen, vergleichen wir dazu zwei Personen. Wir stützen uns hierbei auf ein Paper von Vanguard, das zum Thema Rendite-Sequenz-Risiko diese Überlegungen aufgeschrieben hat. Das Paper dazu verlinken wir dir wie immer unten in der Videobeschreibung. Auf der einen Seite steht Arne, der 1973 in Rente gegangen ist. Auf der anderen Seite ist Franz, der ein Jahr später, nämlich 1974, in Rente ging. Die 70er Jahre waren vergleichbar mit der heutigen Zeit. Hohe Inflation, hohe Schwankungen. Es machte deshalb einen ziemlich großen Unterschied, in welchem Jahr man in Rente ging. Schauen wir uns deshalb mal Arne und Franz etwas genauer an. Beide starten mit einem identischen Portfolio von 500.000 Dollar, das zu 50% aus amerikanischen Anleihen und zu 50% aus amerikanischen Aktien besteht. Würden sie nichts entnehmen, hätten sie über eine Zeit von 35 Jahren, von denen ja 34 dieselben sind, weil sie nur mit einem Jahr Unterschied starten, eine durchschnittliche Rendite real von 5,23% bei Arne und 5,1% bei Franz erzielt. Ein ziemlich ähnliches Ergebnis also. Nun entnehmen sie aber inflationsbereinigt 25.000 Dollar pro Jahr, also 5% des Portfoliowertes. Der Unterschied ist gewaltig. Obwohl sie nur ein Jahr nacheinander in Rente gehen, ist Arnes Portfolio, dargestellt in der blauen Linie, nach 23 Jahren komplett leer. Während Franz in der lila Linie die meiste Zeit einen Portfoliowert von ca. 300.000 Dollar beibehalten kann und am Ende der Lebenszeit ungefähr noch 125.000 Dollar vererbt. Das Rendite-Sequenz-Risiko ist also das Risiko, in einem falschen Jahr in Rente zu gehen, nämlich in einem Jahr schlechter Renditen, die sich auf das größtmögliche Vermögen auswirken. Wir können zwar im Durchschnitt mit einer gewissen Rendite über einen langen Zeitraum rechnen, deine individuelle effektive Rendite hängt dann aber davon ab, wann überdurchschnittliche Renditen eintreten und wann unterdurchschnittliche Renditen eintreten. Kommen wir damit zu der zweiten Frage, nämlich wie man dieses Risiko überhaupt messen kann. Dazu schaute sich Vanguard alle Bärenmärkte seit 1929 an und ließ jedes Jahr eine fiktive Person in Rente gehen. Insgesamt gab es 31 Bärenjahre, also auch 31 Personen, die vom Rendite-Sequenz-Risiko erwischt wurden. Sie teilten nochmals diese Gruppe in diejenigen, die wirklich direkt am Allzeithoch bis dahin in Rente gehen und diejenigen, die am Rande des Bärenmarktes, also entweder vor dem Bärenmarkt in der vorigen Rallye oder am Ende des Bärenmarktes, wo der Crash nicht mehr ganz so schlimm, aber auch noch nicht vorbei war, in Rente gehen. Zur Gruppe 1 gehörten 15, zur Gruppe 2 16 Personen. Jede Person entnahm jedes Jahr wieder 5% ihres Portfolios und das sind die Ergebnisse. Über alle Bärenmärkte reichte das Portfolio 1 nur in 19% für 35 Jahre, bei Gruppe 2 immerhin in 50%. Obwohl beide mit durchschnittlichen Renditen und einem Gesamtkapital, also inklusive Zinseszins während der 35 Jahre, von 737.000 Dollar geplant hatten, während es bei Gruppe 1 nur 586.000 Dollar und bei Gruppe 2 immerhin noch 665.000 Dollar gewesen. Letztlich hätte die Gruppe 1 im Schnitt 44.000 Dollar vererbt, Gruppe 2 immerhin 229.000 Dollar. Die Messung des Rendite-Sequenz-Risikos zeigt also ganz deutlich, dass ein einziges Jahr Unterschied beim Eintritt in den Vermögensverzehr dramatische Folgen haben kann. Auch wenn die Entnahmequote von 5% relativ hoch ist und die Folgen des Rendite-Sequenz-Risikos dadurch nochmal verstärkt werden,
ist trotzdem ersichtlich, dass Gruppe 2 zwar auch nicht gut abschnitt, aber dennoch deutlich besser als Gruppe 1. Und damit kommen wir zu der letzten Frage, nämlich wie kann man denn nun dieses Risiko minimieren? Schließlich weißt du ja vorher auch nicht, ob dieses Jahr nun ein schlechtes sein wird und du dadurch zu Gruppe 1, 2 oder hoffentlich zu einer anderen Gruppe gehören wirst. Wengert schlägt dafür eine Entnahmestrategie namens Dynamic Spending vor, also dynamische Entnahme. Kern dieser Strategie ist es, nicht jedes Jahr stur dieselbe Summe oder denselben prozentualen Wert aus seinem Portfolio zu entnehmen, sondern sie abhängig von der letztjährigen Performance anzupassen. Wenn die Märkte also gut laufen und die Kurse höher stehen als letztes Jahr, dann würdest du nicht nur $25.000 entnehmen, sondern 5% von dem neuen höheren Portfoliowert, also etwas mehr. Dabei würde dann aber ein maximaler Anstieg des Konsumwertes festgelegt werden, beispielsweise maximal 2% mehr als letztes Jahr. Dieser Wert ist hingegen individuell, Wengert rechnet hier beispielsweise mit 5% mehr. Damit käme man also maximal auf $26.250. Genauso geht es dann auch andersrum, wenn der Portfoliowert niedriger liegt als letztes Jahr, dann würden wir auch hier weniger ausgeben, maximal jedoch 2% weniger als letztes Jahr, also $24.500. Dabei ist die Inflation übrigens immer bereits abgezogen, es geht also um die realen inflationsbereinigten Werte, also die Kaufkraft sozusagen. Durch dieses scheinbar ziemlich banale Vorgehen werden die Erfolgsaussichten jedoch dramatisch erhöht. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beider Gruppen steigt dann nämlich von 19 respektive 50% auf jeweils 100%. Die Portfolios reichen also immer bis zum Lebensende. Auch die Portfoliowerte zum Vererben steigen signifikant an. Während Gruppe 1 statt nur durchschnittlich $44.000 vererben konnte, sind es jetzt $191.000. Bei Gruppe 2 steigt dieser Wert von 229 auf $280.000. Du siehst also, dass das Timing bei Entnahmestrategien ein deutlich größeres Gewicht einnimmt als bei Investmentstrategien. Hier ist es in der Regel ja immer am besten, sofort das verfügbare Geld zu investieren, weil du die zukünftigen Renditen nicht vorhersehen kannst. Bei den Entnahmestrategien sprechen wir doch von bereits realisierten Renditen, die du ja in deinem Portfolio sehen kannst. Wenn diese sehr schlecht sind, solltest du also versuchen, deine Entnahmen für das Folgejahr etwas zu reduzieren. Denn auch kleine Reduktionen bringen einen großen Effekt über die Zeit. Wenn die Märkte hingegen gut laufen, dann kannst du deine Entnahmen auch etwas erhöhen und die guten Renditen einsammeln. Du erkennst also, auf die ersten 5 bis 10 Jahre deiner Rente kommt es an. Wenn es da gut läuft, dann steigt die Wahrscheinlichkeit stark an, dass das Geld auch bis zum Ende reichen wird. Wenn es dann nicht so gut läuft, solltest du deine Entnahmen vielleicht dynamisch anpassen und sei es nur um wenige Prozentpunkte. Dieses Vorgehen könnte vor allem für alle von euch wichtig sein, die gerade jetzt in Rente gehen oder gegangen sind. Denn in diesem Video haben wir gezeigt, warum wir auch in den kommenden Jahren von etwas geringeren Aktienrenditen ausgehen werden. Schau dir bei Interesse dieses Video also gerne mal an. Ja, wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen, es hat dir ein bisschen geholfen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut.